beweise die folgende trigonometrische Identität: Sinus von 2a plus Sinus von 2b plus Sinus von 2c gleich 4 mal Sinus von a mal Sinus von b mal Sinus von c, wenn a, b und c die Ecken eines beliebigen Dreiecks bezeichnen. Wir haben also ein beliebiges Dreieck, die Ecken heißen a, b und c, und manchmal bezeichnet man die Innenwinkel des Dreiecks mit den Namen der Ecken, so wie hier. Da a, b und c die Innenwinkel eines Dreiecks sind, wissen wir, dass a plus b plus c gleich zu Pi Radiant ist. Wir werden diese Identität beweisen, indem wir vom linken Teil aus starten. Wir berechnen das und werden dann letztendlich am rechten Teil auskommen. Beginnen wir mit diesem Winkel 2c. Der Winkel 2c kann ersetzt werden durch den Winkel 2pi minus 2a plus 2b. Deswegen. Und Sinus von 2pi minus ein Winkel, das ist minus der Sinus von diesem Winkel. Das sehen wir im trigonometrischen Kreis. Hier haben wir Sinus von Alpha plus Beta und die Additionsformel ergibt, das ist Sinus von Alpha mal Cosinus von Beta plus Cosinus von Alpha mal Sinus von Beta, und dieses Minus haben wir sofort auf diese Summe verteilt. Im ersten und im dritten Term sehen wir, dass wir Sinus von 2a ausklammern können, und im zweiten und im vierten Term sehen wir, dass wir Sinus von 2b ausklammern können, und so erhalten wir diesen Ausdruck, indem wir da und da die Verdopplungsformel vom Sinus anwenden und da die Verdopplungsformel vom Cosinus anwenden, und so finden wir diesen langen Ausdruck. Hier steht 1 minus Cosinus Quadrat von b. Durch die Grundformel der Trigonometrie ist diese Differenz gleich zu Sinus im Quadrat von b. Plus dieses Quadrat von Sinus b, das ergibt also 2 mal Sinus im Quadrat von b. Ähnlich dahinten, 1 minus Cos Quadrat von a, das ist Sinus im Quadrat von a, plus dieses Sinus im Quadrat von a, das ergibt also 2 mal Sinus im Quadrat von a. Und so erhalten wir diese Summe, in der wir 4 mal Sinus a mal Sinus b ausklammern können, und zwischen Klammern bleibt Cos a Sin b plus Cos b Sin a. Das entspricht der Additionsformel vom Sinus. Diese Summe ist also nichts anderes als der Sinus von a plus b. Diesen Winkel a plus b können wir ersetzen durch Pi minus c. Wir möchten ja zum Winkel c hin, also machen wir das. Und im trigonometrischen Kreis erkennen wir, dass der Sinus von Pi minus c genau dasselbe ist wie der Sinus von c. Somit sind wir also vom linken Teil dieser Gleichheit gestartet und sind am rechten Teil angekommen, was bedeutet, der Beweis dieser trigonometrischen Identität ist somit abgeschlossen.